Dann stellen wir uns die Frage, wenn wir gestern von dem Ereignis in Hanau hören, wo es einen fremdenfeindlichen Angriff gab, von dem ihr alle gehört habt, und wir kennen das Spiel. Wir kennen es. Wir kennen es nicht seit gestern, wir kennen es schon seit über 10 Jahren. Wir wissen, worum es geht. Wir wissen, was das für Leute sind. Ja, sie wissen, Shisha-Bars, das ist leider voll mit muslimischen Jugendlichen und da wird gezielt reingegangen und draufgeballert. Ob da jetzt jeder einzelne Muslim war oder nicht, ich habe gestern Nachrichten bekommen aus Hanau, wo man mir gesagt hat, also dass da Brüder auf jeden Fall einige drunter gewesen sind. Jugendliche, möge Allah sich denen erbarmen. Aber wir kennen das. Ich habe mich gestern darüber gewundert, dass sich einige so getan haben, als wenn sowas noch nie vorgekommen ist. Was war denn, wann war es gewesen? 2016? Ah, der Anschlag in München, wo jemand, ein Islamhasser, extra absichtlich zu albanischen Jugendlichen gegangen ist in einen McDonald's und sie abgeknallt hat in München. 2016 war das oder 2017, ist ja auch egal. Fakt ist klar. Und ich will euch noch mal einige Sachen in Erinnerung rufen. Im Jahre 2009 habe ich einen Vortrag in Basel gemacht. Der Vortrag hieß Holocaust gegen Muslime, Propagandamethoden von Adolf Hitler in der heutigen Zeit. Da wurde ich angegriffen, von Muslimen. Ja, wie kann man das? Das ist doch Hetze, hin und her, kreuz und quer. Weil ich dort gesagt habe, dass die Propagandamethoden, das, was erzählt wird in den Internetforen, genau dasselbe eins und eins. Und ich habe genau die Propagandamethoden von Adolf Hitler anhand seinem Kampf dargestellt, wie sie damals hier gehetzt haben gegen die Juden, wie das am Ende zum Völkermord geführt hat, und habe gesagt, können diese Methoden in der heutigen Zeit auch ihren Erfolg haben. Der Vortrag ist im Internet zu sehen. Da wurde ich von einem Reporter der Hannoverschen Allgemeine, wenn ich mich nicht irre, angerufen und er fragte mich und er macht ein Interview mit mir. Und das stand damals in der Zeitung, und habe ich gesagt, wenn die Hetze im Internetforen so weitergeht wie bisher, werdet ihr sehen, wie die erste muslimische Frau auf deutscher Straße abgeschlachtet wird. 3 Monate später, genau am 1. Juli 2009, haben wir einen Anruf bekommen. Heute ist eine muslimische Schwester wegen ihrem Hijab im Gericht in Dresden abgestochen worden. Und dann haben wir angefangen, diese Sache breit zu machen und immer wieder über dieses Thema geredet. Und das ist einer der Punkte, warum wir angegriffen worden sind. Man wollte uns den Mund zumachen. Aber jetzt haben sie das Theater selber. Jetzt sind Politiker umgebracht worden, vor kurzem. Ein Politiker ist getötet worden. Jetzt gab es wieder einen Anschlag. Und jetzt wird man langsam wach über Sachen, die wir schon vor 10 Jahren gesagt haben. Aber das Ende vom Lied ist, es nützt nichts, großartig darüber zu weinen. Es ist wichtig zu wissen, was wir zu tun haben.